Unterwegs mit Chris. Die rollende Reporterin von Handicaps Leben. Hier ist wieder Chris, die rollende Reporterin, und ich habe mal unser Messegelände auf Barrierefreiheit getestet. Ja, ich habe erfahren, dass man Rollstühle ausleihen kann. Das war mir neu. Die muss man nur vorbestellen, aber hört selbst. Jetzt habe ich eben noch erfahren, dass man hier Rollstühle ausleihen kann. Ich bin ja ganz begeistert vom Messegelände. Vor mir steht eine Frau, die sich damit auskennt. Sie sind Frau Ölkos. So. Das muss angemeldet werden und dann stehen die Stühle an der Garderobe bereit. Und die können dann abgeholt werden und je nachdem, mit was die Versehrten oder Menschen mit Behinderung kommen, bleibt dann bei uns und die können dann hier, es ist kostenlos. Ich könnte jetzt umsteigen praktisch. Ja, wenn wir jetzt sowas da hätten und Sie haben das angemeldet, dann können wir Ihnen sowas zur Verfügung. Aber es muss angemeldet werden. Ich weiß jetzt nicht, wo die aufbewahrt werden, ob das der Hallenmeister herbringt oder so. Welche Größen haben Sie denn schon erlebt? Meistens Erwachsene, manchmal etwas breitere, jetzt kräftige Menschen und das andere alles so normal. Okay, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Dann hat man ja viel mehr Spaß, wenn man auf die Messe geht. Wenn man sich da nicht Gedanken machen muss, oh, wo ist der nächste Stuhl? Und immer an der Garderobe. Und wie gesagt, anmelden mit Namen und dann steht das bereit. Und was sagen die Leute so, wenn die... Ja, die nehmen das gut an, ja. Wie lange gibt es das schon? Kann ich Ihnen jetzt gar nicht mal so sagen. Also ich bin 7 Jahre hier, also da war das schon immer so. Vielleicht länger. Okay, danke Ihnen vielmals für das Interview. Gerne. Was ich allerdings im Messegelände Leipzig nicht so gut finde, das ist, dass die Ruheräume, die auch vorgesehen sind, nur zu erreichen sind, wenn die große Glashalle auch auf ist. Das heißt, für die Messepartner fährt, da war das nicht geöffnet. Und dann finde ich auch, dass die Toiletten ein bisschen kompliziert zu erreichen sind. Also für individuell geformte elektrische Rollstühle ist das manchmal die Kurve ziemlich schwer zu kriegen und ziemlich schmal. Aber insgesamt würde ich für die Barrierefreiheit der Messe einen Daumen hoch geben. Hier ist Christi, rollende Reporterin. Ich habe auf der Messepartner fährt mich noch weiter umgeschaut und dann sehe ich gerade hier jemanden mit einem Langstock gehen und denke, oh ja, Mist, wieder überhaupt keine Blindenleitstreifen hier. Aber der Mann ging immer weiter und da stelle ich fest, er arbeitet hier. Vielleicht stellen Sie sich mal vor. Mein Name ist Jan-Holger Bär. Ich betreibe hier auf der Partner Pferd einen Stand für Hundekauartikel. Auf der Messe sind wir jetzt schon seit 19 Jahren vertreten und ich mache es jetzt das 16. Mal. Und wir produzieren und verkaufen Kauartikel für Hunde und machen das auch alles selbstständig, also auch die Produktion. Aber ich sehe, Sie haben hier ganz viele unterschiedliche Sachen und als ich dann irgendwas gewollt habe, dann konnten Sie gleich richtig zugreifen. Sie erkennen alle Ihre Artikel? Ja, ich erkenne alle Artikel. Erstens fühlen sich die Artikel alle unterschiedlich an und ich bin ja auch immer beim Aufbau dabei, deswegen weiß ich dann auch, wo welche Kiste steht. Das stimmt, es riecht bis hier nach Fisch, also es riecht ja alles auch ein bisschen unterschiedlich und fässt sich auch bestimmt anders unterschiedlich an. Wie sind Sie drauf gekommen, den Beruf zu machen? Das war eigentlich mal ganz witzig. Ich bin in Marburg zur Schule gegangen, hatte dort auch meine erste eigene Wohnung und Leute, mit denen ich mich im Haus angefreundet hatte, die hatten einen Hund von meiner jetzigen Frau. Und der Hund hatte mir sehr gut gefallen. Da hatte ich die angesprochen. Und damals steckte die Produktion von den Kauartikeln noch in den Kinderschuhen. Ich selber hatte das Fleisch zerlegen und Räuchern noch von meinem Opa gelernt. Der kam aus der Jagd. Und da wurde halt quasi eine Arbeitskraft gebraucht. Und so bin ich dann dabei gelandet. Waren Sie zu dem damaligen Zeitpunkt schon blind? Weil wenn Sie zerlegen und das alles, das ist ja scharf. Ich bin seit Geburt blind, aber jetzt der Umgang mit Messer und Säge, das ist eigentlich kein Problem. Gerade beim Schneiden vom Fleisch ist es ja auch eher eine Frage des Gefühls, wohin das Messer geht. Und ich kenne Fleischer, die haben sich schon weitaus
öfters geschnitten als ich selber. Mir selber ist es bis jetzt nur einmal ernsthaft passiert in den ganzen 16 Jahren, dass mal was genäht werden musste. Das ist schön zu hören. Und Sie sagten, Sie lebten jetzt in Delitzsch und jemand kommt dann mit LKW und holt Sie ab. Das ist ja eine ganze Menge Zeugs hier. Jetzt im laufenden Messebetrieb fahre ich mit der S-Bahn. Und am Sonntag kommt dann meine Frau mit Transporter und da wird das Ganze wieder abgebaut. Wie viele Artikel haben Sie denn, dass die Zuhörer mal so eine Idee haben, für was für einen Stand und was für eine Auswahl ich hier stehe? Insgesamt sind es etwas über 300 Artikel. Wir haben auch eine Website für alle, die es interessiert. Die heißt www.pittundfelix-knabberkiste.de. Und mittlerweile sind es halt etwas über 300 Artikel geworden. Hier auf der Messe sind jetzt nicht alle mit, weil dafür würde auch der Platz nicht reichen. Und wir haben auch nie alles, dadurch, dass wir auch selber produzieren und eine Firma sind mit 3 Leuten. Also haben Sie einen Räucherschrank und Trockenstände? Räucheröfen haben wir 3 Stück und auch mehrere Trocknungsanlagen, wo das Ganze dann luftgetrocknet wird. Wir machen allerdings keine Heißlufttrocknung. Dabei geht dann immer das ganze Fett verloren. Und dann werden die Sachen spröde und brechen, was dann natürlich nicht so gut ist für die Hunde. Oh, na, da möchte ich gerne Nachbarin sein bei Ihnen. Das ist bestimmt ganz lecker. Und wo stellen Sie den Stand noch auf? So innerhalb Deutschlands? Sie fahren bestimmt rum. Ja, wir stellen in Deutschland aus. Wir sind auch 46 Wochen im Jahr unterwegs. Es gibt auch ein paar Messen im Ausland. Wir waren auch schon in der Tschechei oder auch in Österreich. Aber das meiste spielt sich in Deutschland ab. Haben Sie schon mal überlegt, ob Sie vielleicht jemanden in Ausbildung nehmen wollen oder dürfen Sie ausbilden? Sind Sie ausbildungsberechtigt? Ja, wir sind ausbildungsberechtigt. Das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. Wir haben eine Angestellte, aber prinzipiell, wenn das mal zur Debatte steht, ist dagegen auch nichts einzuwenden. Dann danke ich Ihnen für das Interview. Und schön, dass Sie mir hier über den Weg gelaufen sind. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen hier noch ganz viel Spaß auf der Messe. Hier ist wieder Chris, die rollende Reporterin, und ich bin heute auf der Messe Partner Pferd, wie jedes Jahr, und ich bin auch jedes Jahr hier, und jedes Jahr habe ich hier den Eselstand gesehen. Vor mir steht Heike Wulke vom Verein Noteselhilfe. Genau, und Sie kommen ja eigentlich aus Bautzen, aber Sie sind auch jedes Jahr dabei. Ja, wir sind jedes Jahr dabei. Wir haben einen Eselhof in der Nähe von Bautzen da und sind mit unserem Verein allerdings hier, mit der Noteselhilfe, schon seit weit über 10 Jahren. Haben Sie irgendwie Kontakt zu Leipzig? Also kommen manchmal Menschen aus Leipzig oder werden auch manchmal leider Esel abgegeben aus Leipzig oder aus der Umgebung? Also wir haben sehr viel Kundschaft bei uns auf dem Hof aus Leipzig. Das ist so mit unser Einzugsgebiet. Da, zum Glück haben wir wenig Esel in schlechter Haltung in Leipzig. Wir haben aber immer mehr Eselhalter und rund um Leipzig. Raus nach Lindenaundorf? Das kann ich Ihnen jetzt so genau nicht sagen. Ich habe die nicht alle im Blick. Aber ich weiß, westlich und nördlich von Leipzig gibt es einige Höfe mittlerweile. Ja, genau, das ist eine ganz große Eselgruppe. Genau, da kann man seinen Esel dann unterstellen, weil man kann ja nicht auf den Balkon stellen. Das ist richtig. Also wenn man sich irgendwo wirklich tatsächlich einen Esel kauft, wenn man das gerne möchte, dann braucht man einen Hof, wo schon Esel sind, damit der Esel auch Gesellschaft hat. Sie haben ja hier entwickelt so verschiedene Infohefte. Die sind sehr informativ. Ich habe als erstes mal gelesen, den Esel als Herdenschutz hier bei Wölfen. Damit haben wir ja auch in Sachsen hier schon zu tun. Ja, das ist leider ein Thema, was uns seit Jahren verfolgt, dass der Esel als Herdenschutztier eingesetzt wird. Wir sind eigentlich dazu da, um aufzuklären, dass genau das nicht der Fall ist. Esel sind absolut nicht als Herdenschutztiere geeignet. Man sagt immer, Esel sind aggressiv gegenüber hundeartigen Tieren. Steht auch auf dem Flyer drauf. Aber Pferde sind auch aggressiv gegenüber hundeartigen Tieren. Und keiner kommt auf die Idee, ein Pferd als Herdenschutztier einzusetzen. Und genauso ist es beim Esel. Und unser Flyer zeigt, wir wollten nicht zu aggressiv sein, weil wir sind keine aggressiven Tierschützer, sondern wollen mit unserem Infomaterial aufklären, Pro und Contra. Und wer sich das dann durchliest oder mit uns ins Gespräch kommt, wird merken, dass das Contra viel größer ist als das Pro-Herdenschutz. Oder muss ich den Flyer nochmal zu Ende lesen? Da habe ich mittendrin aufgehört. Ich habe auch angehalten, weil ich gesehen habe, dass Sie die Herr Esel auch als Therapie-Esel nutzen. Können Sie darüber ein bisschen berichten? Ja, Esel sind als Therapietiere sehr gut geeignet, weil sie vom Charakter her sehr ruhig und ausgeglichen sind. Sie sind nicht so hübbelig, wie man es von den Ponys kennt. Die sind sehr gelehrig und sehr geduldig, vorausgesetzt natürlich, sie werden artgerecht gehalten.
Und daher sind die von Charakter her schon mal als Therapietiere geeignet. Und dann hat der Esel den Vorteil, er sieht wahnsinnig niedlich aus. Dass auch, sag mal so, ängstliche Kinder, aber auch Erwachsene mit Angststörungen zu so einem Esel eher Vertrauen finden als vielleicht zu einem Pferd. Da und durch diese ruhige Ausstrahlung kommt man schneller in die Arbeit, in die Therapiearbeit zwischen Mensch und Tier. So als Laie würde ich mal sagen, es gibt ja Esel in verschiedener Größen, aber wie sagt man da jetzt als Profi dazu? Also wie wir es jetzt hier auch haben, das sind die Zwergesel. Die gehen bis im Stockmaß von 1 bis 1,5 Meter. Danach kommen die Hausesel, so heißen die in Deutschland, mit einem Stockmaß bis 1,30 Meter. Und alles, was drüber ist, ist der Groß- oder Riesenesel. Züchten Sie auch? Oder unfreiwillig vielleicht, dass tragende Stuten bei Ihnen abgegeben werden? Also wir selber züchten nicht, weil wir halt im Tierschutz sehen, wie viel Esel überall neue Plätze brauchen. Es gibt leider Gottes ja viele, die einfach so vermehren. Das sind dann die Überraschungspakete, die wir im Verein dann bekommen. Wir haben aktuell in Bayern eine Stute stehen, die schwer krank ist. Und wir haben jetzt festgestellt bei der Untersuchung, sie ist nicht nur schwer krank, sie ist auch noch tragend. Und wir wissen nicht, wann das Fohlen kommt. Oje, oje. Was machen Sie denn mit Ihren Eseln und wie viele Esel haben Sie? Also wir selber privat haben 9 Esel und 2 Maultiere bei uns auf dem Hof und immer Pflegetiere der Noteselhilfe. Es sind aktuell 2 Pflegetiere, die wir haben. Wir gehen mit den Eseln wandern, wir fahren mit den Eseln Kutsche, arbeiten mit einem Kinderheim zusammen therapeutisch. Und wir bilden mit unseren Eseln gemeinsam auch Eselinteressierte und Halter in Eselhaltung aus. Okay, okay. Und hier auf der Schau, was zeigen Sie hier? Wir zeigen hier mit unseren Esel, dass ein Esel mehr, deutlich mehr ist als ein Rasenmäher. Dass man halt Bodenarbeit mit ihnen machen kann, wandern kann. Wir zeigen das Fahren vom Boden, um die ganze breite Palette zu zeigen und einfach den Leuten auch zu zeigen, ein Esel ist weder stur noch faul noch dumm. Ja, genau. Sagen Sie doch nochmal die Namen Ihrer Esel. Die haben ja oft besonders schöne Namen. Also haben wir jetzt den Bruno, die Efi und die Miss Little Sunshine. Und letzterer Name ist auch Programm. Sie ist eine Miss. Okay, gut. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg noch und dass Sie viele Leute überzeugen können, sich erst für über Esel erstmal zu informieren, bevor sie sich einen anschaffen. Ja, ich habe zu danken. Das war also Unterwegs mit Chris, diesmal auf dem Messegelände. Gebt uns ein Like, wenn ihr die Sendung informativ fandet. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr euch wünscht, wo ich sonst noch hinfahren soll. Und dann also wieder bis bald. Das war Unterwegs mit Chris. Okay, danke schön. Ciao. Ciao. Die rollende Reporterin von Handicaps Leben.